die Lufthansa Group und der Krieg. Die Swiss bietet Sitze an, Economy Class und ein Nati-Training. Wir werden auflösen, was Nati in Schweizerdeutsch heißt, auf ordentliches Deutsch. Und ab April fliegt die Lufthansa ab München mit der neuen Business Class. Wie immer auf der linken Seite ist der Herr Hoffmeister und hier ist der Lars und wir bringen euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status und vor allem die News aus der Lufthansa-Welt in der heutigen Take-Off-Folge. Wie immer wisst ihr ja, sonntags gibt es den Abonnierbefehl, genauso wie an jedem anderen Wochentag. Abonniert den Kanal, Glocke anmachen, damit ihr nicht zu spät kommt und ganz, ganz wichtig, kommentiert unten und like den Beitrag, weil wir müssen den Algo pimpen. Rhythmus. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Wie hieß das auch nochmal? Im Rhythmus bleiben. Ja, genau. Das ist der Rhythmus, wo ich mit muss. Genau. Ja, nachdem wir die Witze aus den, wann ist das, 30er Jahre? Wahrscheinlich. War kurz vor dem Krieg. Ja, heute haben wir das leider als Thema Krieg. Das erste Thema ist das Callcenter in Lemberg oder Lviv, wie es im Ukrainischen heißt. Man weiß ja teilweise gar nicht, wo man anruft, wenn man als Lufthansa-Kunde bei der Lufthansa anruft. Ich selber war 2015, glaube ich, mit dabei, als die Lufthansa ihr Callcenter in Wien teilweise verschoben hat. Also das Horn Circle ist nach Berlin gegangen, dann sind einige genau nach Lemberg gegangen. Und ich hatte auch noch mit denen dieses Jahr telefoniert, weil Partner plus Benefit, wenn man sein Konto in Finnland hat, wird ganz einfach von Lemberg aus bedient. Das sind in dem Callcenter, was 2015 eröffnet worden ist, wie ich gesagt habe, sind 102 Frauen und Männer beschäftigt, die 45 Länder mit ihren Sprachen abarbeiten. Allerdings muss ich der Ehrlichkeit halber sagen, das war kein Finnisch, sondern die sprachen Englisch. Ich habe nie ausprobiert, was passiert, wenn ich auf Finnisch drücke. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine Option war. Aber auch hier einmal, um euch zu zeigen, was passiert. Diese Anfragen werden jetzt von anderen Callcentern logischerweise abgearbeitet. Und Lemberg ist leider ja auch ins Visier der Russen im Krieg gekommen. Wie heißt das, ins Visier gekommen? Doch, richtig gesagt. Und man hat ja auch diese komische Hyperschallbombe ausprobiert, hat auch andere Dinge gemacht. Also insofern haben die natürlich da anderes zu tun, als unsere Sorgen, Ängste und Nöte abzuarbeiten. Ja. Die Lufthansa ist aber ein Unternehmen, was sich um seine Mitarbeiter kümmert und da ist es so, dass die Mitarbeitenden den Mitarbeitenden helfen. Ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt gegendert. Also auf jeden Fall, man hilft und natürlich helfen die Kolleginnen und Kollegen der Lufthansa und der Austrian Airlines sehr, sehr viel. Einmal mit Sachspenden, heißt also mit Klamotten und so weiter, aber auch mit Wohnmöglichkeiten. Das heißt also, wer aus Lemberg oder aus dem Lufthansa Call Center mit Familie weg ist, der kommt bei der Lufthansa-Gruppe unter. Also insofern, das solltet ihr euch auch immer wieder mal zu Gemüte führen, wenn ihr mit der Lufthansa fliegt und mit den Leuten dort unzufrieden seid. Es sind genauso Menschen wie du und ich. Und ich finde, dass diese Aktion von der Lufthansa absolut top ist, dass man sich um die eigenen Mitarbeiter kümmert. Etwas anders hatte ich jetzt nicht erwartet, ehrlicherweise, weil die Lufthansa in Krisenzeiten ein Unternehmen ist, worauf man sich verlassen kann. Siehe Ägypten zum Beispiel, als ausgeflogen werden musste und die Basis in Larnaca gemacht worden ist mit den 747 und so weiter. Ja, Mario, das ist Wahnsinn. Top, ne? Ja, mir sind zwar auch viele Callcenter bekannt, aber dass tatsächlich eins in Lemberg ist, wusste ich nicht. Aber dafür haben wir ja dich. Aber für 45 Länder zuständig. Und sie sagen ja auch, dass man insbesondere in der Ukraine hervorragend ausgebildete Mitarbeiter bekommt, die dann die entsprechenden Sprachen auch sprechen, weil sie dort ein sehr hohes Bildungsniveau haben. Respekt kann man da nur sagen. Ich habe ja im Laufe der Jahre schon viele Callcenter gehabt, auch von ausländischen Unternehmen. Und da war es sogar so, dass ich glaube, es war mal Air Canada, da sind wir irgendwie nach Indien weitergeleitet worden. Da konnten selbst Native Speaker oder amerikanische Native Speaker kaum verstehen, was die Kollegen dort in Indien so versucht haben, auf Englisch zu sagen. Also
großer Respekt und auch großer Respekt dafür, dass die Lufthansa sich zu Recht auch in diesen schweren Zeiten um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort kümmert. Ich habe das auch noch im Gehörgang, ein Bekannter von mir, der in den USA lebt, der eine Softwarebude in der Ukraine hat. Bude klingt jetzt nach klein, der hat fast 1000 Mitarbeiter. Ja, ja. Der kriegt jeden Tag seinen Code. Das heißt, die arbeiten dann noch vor sich hin an dem Code. Wahnsinn. Und er hat gesagt, hey, ihr braucht nicht arbeiten, wir zahlen das Gehalt weiter, wir bezahlen alles. Kümmert euch, dass ihr mit eurer Familie rauskommt und so weiter. Und das ist krass, was die für eine Arbeitsmoral da haben. Ja. Und er meinte, dass die Antwort ist für die von denen gewesen, sie wollen eine gewisse Normalität trotzdem haben. Und es ist erschreckend. Und ich meine, wir trauen uns ja nicht drüber zu fliegen, weil wir jetzt, und das ist das nächste Thema, kalte Kriegsszenarien natürlich jetzt haben, wo man über Russland nicht fliegen konnte. Aber Mario, möchtest du uns da mal ein bisschen was zu der Streckenführung sagen? Nee, das machen wir später. Ich glaube, das, das machen, die Streckenführung. Machen wir später. Lass uns zuerst einfach machen, wie das kalte Kriegsszenario ist, was für die Fluggesellschaften da ein Riesenproblem ist. Naja, das kalte Kriegsszenario ist im Grunde das, was wir jetzt ja wieder haben, nämlich dass für manche Luftfahrtgesellschaften oder in dem Fall Länder der russische Luftraum gesperrt ist. Und das hatten wir halt im Kalten Krieg auch des Öfteren oder ein zum anderen Mal. Und wir erinnern uns ja auch noch im vergangenen Jahr mit der Landung der Ryanair-Maschine, hatten wir ja auch relativ ausführlich drüber gesprochen. Und der russische Luftraum ist erstmal dicht und die russische Luftfahrtbehörde, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, weil das sicherlich zu einer gewissen Belustigung hier führen würde. Rossiya, hat halt die Landerechte und die Überflugrechte auch schon während oder in der Zeit des Kalten Krieges ein zum anderen Mal ausgesetzt und das ist jetzt wieder so und jetzt kommen halt mit einmal wieder Städte oder Flughäfen ins Fadenkreuz, die auch schon während des Kalten Krieges sozusagen ein Dreh- und Angelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes war, nämlich wir sprechen von Alaska. Und das ist dann quasi die Überleitung zum Thema, welche Flugrouten? Oder möchtest du noch was hinzufügen? Ja, also ich finde das gerade sehr, sehr spannend, dass man da bei den Flughäfen wie Anchorage zum Beispiel, die wirklich stehen geblieben sind in der Zeit, also es lohnt sich, wenn man da hinfliegt, das sieht echt aus wie noch in den 70er Jahren gefühlt, also das ist unglaublich, dass man jetzt halt diese Strecken fliegt, weil man halt tanken muss und das ist das, was man früher ja auch musste, nur ist es halt verwunderlich, wenn du heutzutage mit einem Flugzeug um die halbe Welt fliegst. Aber jetzt da halt nochmal, wie gesagt, halt tanken musst, Tankstopp machen musst, das ist natürlich ein Riesenthema. Und, Einmal tanken und einmal bitte die Windschutzscheibe sauber machen. Waschen, föhnen, legen. Legen, genau. Ja, ein Beispiel dafür ist die Lufthansa auf dem Flug von Frankfurt nach Tokio und zurück. Die A340 fliegt natürlich normalerweise durch Russland durch. Aber das geht halt einfach nicht. Und die LH717, das ist die Retourkutsche, also das heißt von Tokio nach Frankfurt, die fliegt halt wirklich normalerweise, ich würde fast sagen, gefühlte Dreiviertel der Strecke durch russischen Luftraum. Und das ging jetzt einfach nicht, weil man jetzt die japanische See überflogen ist, dann Südkorea, dann Peking, Entschuldigung, das ist das, was man normalerweise fliegt, dann Peking vorbeifliegt und dann Gobi-Wüste und Abfahrt Richtung Frankfurt fast in einer geraden Linie, die durch die Erdkrümmung natürlich auf der Karte wie ein Kurve aussieht. Halbkreis. Halbkreis, genau, so. Und die neue Streckenführung, man hatte eine ausgesucht, so eine Polarroute, hat die dann nochmal weiter optimiert, weil man je nach Wind und so weiter nochmal ein bisschen Stunden abschaven kann. Ja. Und man flog halt nicht diesmal nach Nordwesten, was ja Sinn macht, weil Frankfurt ja von Tokio aus im Westen liegt, sondern man flog nach Nordosten. Osten. Andersrum. Genau.
Ja, andersrum. Und dann hat man halt die Beringsee, dann Alaska, was natürlich phänomenal ist vom Blick her. Das muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen. Dann ist man dann weiter über Kanada, Nunavut? Ja, Nordgrönland auf jeden Fall. Nein, es heißt Nunavut. Gott sei Dank habe ich es hier aufgeschrieben, deshalb kann der Lars das auch ablesen. Und je nachdem, wie der Wind ist, kann sich das halt verkürzen. Also was das Problem ist, ist einfach, dass man natürlich dadurch wesentlich längere Flugstrecken hat und man hat dann früher halt einen Tankstopp eingelegt. Heute kommt es ein bisschen auf den Wind an. Ja. Und das nächste Thema ist ja genau das, wo man halt, sage ich jetzt auch mal, weniger Probleme hat, ist mit Fracht. Denn Fracht motzt nicht, Fracht kotzt nicht, wie das so schön heißt. Ja. Und gerade nach Asien, weil die Strecken da ja auch sich wirklich mal nicht wirklich verlängert haben. Finnair hat da ja auch ein Lied von gesungen. Aber die fliegen doch jetzt tatsächlich über den Nordpol, nicht? Da die Flugzeiten nicht so unnütz zu verlängern. Denn die hatten ja aufgrund ihrer Lage eine gute strategische Ausgangsbasis für Asien. Aber die fliegen jetzt direkt über den Nordpol. Und wie ich gelesen habe, muss das wohl ganz lustig sein mit dem immer noch vorhandenen Kreiselkompass für den Notfall, der dann da Autorotation macht. Der dann da eine Autorotation macht. Ja. Aber es muss ja irgendwie Lösungen geben, ne? Ja, aber das Problem ist, was ich ja gestern auch gesagt habe, ist, dass das GPS gestört wird. Also das ist halt das Riesenproblem, dass man da jetzt nicht mit dem Sextanten arbeiten muss, aber trotzdem, es ist halt ein Riesenproblem, weil die Lufträume natürlich, und das ist ja auch das, was Carsten Spohr gesagt hat, sehr begrenzt sind, gerade auf diesem Lima, wie heißt denn der nochmal, Lima irgendwas, hab die Strecke vergessen, aber diese Lima irgendwas Strecke, die ist halt wirklich sehr, sehr dense und wenn man halt diesen Exodus sieht, der da teilweise aus Dubai rauskommt und wenn die unten rumfliegen, da hast du ja die Maschinen gefühlt aufeinander gepackt, da fliegen die ja im Dreierpack und je nach Uhrzeit. Also das ist schon ein Riesenproblem. Die Lufthansa Cargo hat aufgrund der Flugzeiten, ich mache das jetzt einfach mal weiter, hat da jetzt auch damit reagiert, dass man mehr Crew einsetzt, weil natürlich die Crewrestzeiten da ein Thema sind. Und das ist halt das Problem, wenn man halt an der Grenze des Legalen operieren muss, weil die Flüge sich massiv verlängert haben, dann ist das ein Riesenproblem. Und da kann man halt auch mit den südlichen Ausweichrouten halt auch keinen Blumentopf gewinnen zeitlich. Also du hast halt immer diesen großen Bauch, den du fliegen musst. Und 2-3 Stunden sind bei einem 16-Stunden-Flug leider zu lang. Also das ist halt dumm, ne? Und auch ein Problem ist ja die Auslastung für Fracht und Passagiere. Das heißt also, die haben das Problem, was Emirates zum Beispiel mit dem 380er Direktflug von Auckland nach Dubai hatte. Man konnte 100 Sitzplätze in der Economy Class bei der Emirates nicht mitnehmen, weil man einfach nicht dann den Sprit bunkern konnte. Und genauso ist das bei der Lufthansa auch. Ihr wundert euch über die teuren Preise. Ja, weil die Buden kannst du nicht voll machen. Deshalb muss man das anders finanzieren. Und ein bisschen wird über die Fracht kompensiert, weil die Frachtjahrten im Moment ja auch komplett through the roof sind, wie man so schön im Englischen sagt. Aber trotzdem müssen wir da unseren Fair Share bezahlen, weil der Spritpreis höher geworden ist. Also insofern alles ein Riesenproblem. Und man kann so aus Japan ohne einen technischen Zwischenstopp oder Crewwechsel in Seoul fliegen, weil man halt mehr Crew an Bord hat. Ja, aber ist ja klar, längere Strecke, mehr Kerosin, mehr Personal, mehr Umwege, das ist keine befriedigende Situation und vor allen Dingen eine ziemlich kostspielige. Das ist richtig, also das ist halt das Riesenthema. Und das nächste Thema, was wir ja haben, was etwas schöner ist, ist halt wirklich, nachdem wir halt wirklich Millionen ausgeben, in Anführungsstrichen, für mehr für die Strecke, ist das Thema neue Business Class, Mario. Ja, ich freue mich. Du freust dir? Würdest du sogar über München fliegen, Paderborn, München aus deinem Dorf heraus? Nicht nur das. Ich habe für eine dienstliche Reise im Herbst, hat mir auf der Lufthansa-Seite auf der Buchungsseite tatsächlich Lufthansa diese Strecke vorgeschlagen und würde dann tatsächlich, wenn es dabei bleibt, im Herbst von München nach Vancouver fliegen mit der neuen A350
in der neuen Business Class und auf dem Rückweg das Ganze von Toronto nach München machen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Die Flugzeuge sind ja eingetroffen, werden jetzt noch entsprechend umlackiert und innen das so ein bisschen auf Lufthansa-Style gemacht. Man möchte natürlich keine Werbung für den vorherigen Betreiber machen oder für den Betreiber, für den das Flugzeug ursprünglich mal vorgesehen war. Ja, aber wie gesagt, man kann ja schon die neue Business Class auch buchen und sieht dann auch in der Buchungsmaske die neue Sitzkonfiguration. Und ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, bist du denn mal mit den Filipinis in dieser Business Class geflogen? Aber ich glaube, so eine ähnliche gibt es ja auch bei anderen Fluggesellschaften. Ganz genau, andere Fluggesellschaften haben den auch. Ich selber bin damit jetzt nicht geflogen, also mit Philippine Airlines. Aber ich wollte nochmal den Leuten einen Hinweis geben, wo man dann das erkennen kann. Also einmal kann man das natürlich erkennen, weil die Flüge ab München gehen. Aber ansonsten sieht man es an der Seatmap. Weil genau. Die Seatmap beim neuen ist ja 121 und bei der alten ist sie? 222. Das ist korrekt. Also insofern hat man da dann direkt auch den visuellen Punkt, dass man auf den neuen, ich sage immer neue, weil es ist nicht diese neue, die angekündigt haben, wofür sie die 5 Sterne bei Skytrax gekriegt haben. Deshalb, damit da noch, das ist halt so dieser Zwischenschritt. Und wer in München übrigens landet, ich bin letztens aus Helsinki dort gelandet, letzte Woche, als ich auf dem Weg nach Budapest war. Da habe ich auch vor dem Hangar die Philippine Airlines in der Philippine Airlines Lackierung gesehen und die Lufthansa stand auch davor in der Lufthansa Lackierung. Also man rödelt da hart rum. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht, du wolltest irgendwas, dass ich eine Frage beantworte. Aber habe ich, glaube ich, beantwortet, ne, ob ich nicht geflogen bin. Ne? Ja, genau. Doch besser, als ich dachte. Ja. Aber wir wollen auch noch verraten, am 18. April wird der erste Flug sein, offiziell. Insofern, steht die Strecke schon fest? Ja, Vancouver. Vancouver, die LH476. Nach Vancouver. Bin ich sehr gespannt. Ja. Toronto geht ja auch, hat es ja auch schon verraten. Ja. Aber das kommt dann auch noch im April, aber im Mai kommt dann Montreal dazu. Also insofern hat man da eine schöne kanadische Zielmarkierung. Kannst du dir einen Reim daraus machen, warum es nun unbedingt Kanada geworden ist? Ich meine, das ist keine schlechte Destination, aber würde ich jetzt so nicht als erstes dran denken. Ich würde. Und vor allen Dingen München. Ja, also München hat ja eh Bedarf an Flugzeugen gehabt, weil man da keine Langstrecke gemacht hat. Man hat ja auch jetzt mehr 340-600er wieder in Dienst gestellt. Ab München, die kommen dann auch ab München. Warum? Ganz einfach, weil München natürlich ein prädestinierter Markt ist. Und der Lufthansa ist es am Ende des Tages, ich sage jetzt mal provokativ, scheißegal, ob sie die Leute nach München, nach Frankfurt oder nach Wien oder nach Zürich karrt. Ja. Weil das können die in ihrem Netzwerk sehr, sehr gut darstellen. Und München hat halt in der Langstrecke eine gewisse Unterrepräsentation gehabt und so hat man halt dann die 350er dahingestellt und macht sie zentral von da aus. Also insofern denke ich mal, dass auch Kanada als Ziel relativ stark ist von dem Raum her sowieso, weil die Leute natürlich im Sommer auch nach Kanada fahren. Also das sollte man nicht unterschätzen. Als ich in Toronto gelebt habe, die Buden waren fast immer voll und auch bei Emirates war es voll und Toronto ist leider geil, Vancouver ist geil, also das ist so und Vancouver ist auch ein cooler Flughafen zum Umsteigen, also wenn man dann irgendwo in den Westen der USA will, geht da immer relativ fix, muss ich sagen. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist ganz einfach, wir freuen uns. Auf jeden Fall. Es geht zumindest voran. Denn es geht weiter. Wenn man so ab und zu mal sieht, wenn Leute, die sozusagen auch Blogger sind, aus dem fernen Ausland mit der Business Class der Lufthansa fliegen, meistens erntet die Lufthansa dafür immer nur ein Kopfschütteln. Aber gut, die Zeiten werden sich ja jetzt ändern. Ich weiß nicht, ob es ein Kopfschütteln ist, aber ich glaube, die Leute haben halt ein gewisse Erwartungshaltung und die kann halt die Business Class nicht erfüllen. Und was mir teilweise leid tat, war das Personal, weil die haben es halt gewusst. Und aber
Es sprechen gute Zeiten auf. Wir geben Liebe und Love to Lufthansa. Und das ist ja auch das, was ich gesagt hatte bei dem Kriegseinsatz für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Callcenter in Lviv. Lemberg. Auf jeden Fall, da muss man halt einfach sagen, Leute, bei allem, ich will nicht, es ist Hate, was man bei Lufthansa hat, aber bei allem Kritik oder bei allem Dissonanzen, die man verspürt, wenn man mit dem Konzern spricht, die ich ja auch durchaus habe, wenn es gerade um Loyalität geht, in dem Punkt muss man einfach sagen, hey, klasse Aktion, klasse, in dem Punkt ist der Konzern klasse und da gibt es halt wirklich nichts. Wo der Konzern auch klasse ist, ist bei der Geschichte, dass man die Flugzeugsitze versteigert. Man hat ja jetzt die Premium Economy eingebaut und hat da ein paar Flugzeugsitze übrig. Ja, paar schöne, noch gar nicht so alt. Die kriegst du inklusive Podest, Mario, inklusive Podest. Ja, sehr gut, sehr gut. Von wann sind die? Die sind seit dem 31.03.2017 im Einsatz, das heißt also in der Juliet November Hotel. Das ist die, mit der ich übrigens mehrfach schon nach Sao Paulo geflogen bin und nach Johannesburg mit der 777. Aber da waren noch alle Sitze drin, da gab es keine Premium Economy. Ich saß übrigens auch in der First Class, dafür ganz abgesehen. Ja. Tut mir leid. Letztes Jahr um diese Zeit so ungefähr gefühlt. Ne? Richtig. Ja, ihr könnt die ersteigern auf ricardo.ch. Das ist ja irgendwie so ein eBay, glaube ich. eBay für Schweizer oder so. Ne? Ja. Haben wir das auch in Deutschland? Mir war das vorher zumindest nicht bekannt, der Name. Doch, ich kannte Ricardo. Ja? Ja, ich hatte erst beim schnellen Lesen Recaro gelesen, aber das ist ja, der Sitzhersteller macht es ja wahrscheinlich nicht selber. Nein, es ist Ricardo. Also sind das Recaro-Sitze? Sind das keine? Ich dachte, ich weiß die es. Hätten auch welche. Ich sehe es leider nicht. Ich sehe es leider nicht, weil der Sticker nicht, also weil dieser Sticker auf der Seite drauf ist und deshalb kann ich nicht die Seite sehen, weil man sieht das meistens an der Seite, also ich sehe es zumindest an der Seite, nicht weil der Ricardo draufsteht, sondern weil da so eine bestimmte Form von so einem Tritt ist, die die anderen nicht haben. Aber wenn ihr das wisst, ihr könnt es ja kommentieren, wenn da mehr weiß als wir. Also im Prinzip nochmal kurz die Datenrahmen und Faktenzahlen. Breite 1,53, Höhe 1,25 und die Tiefe ist 93 cm inklusive einem Podest. Gewicht ist inklusive Podest 60 Kilogramm. Sitzbezug ist vom Berner Unternehmen Landtal. Stoff ist schwer entflammbar und strapazierfähig, so wie es im Flugzeug sein muss. 2017 in Dienst gestellt, 31.03. Wir haben bald Geburtstag. Das heißt also, ihr könnt die pünktlich zum Geburtstag kaufen. Das Angebot läuft heute aus in 8 Stunden 27 Minuten, also um 20:01 Uhr. Wer die Tagesschau sieht, weiß, dass es zu spät ist. Und ihr könnt die Abholung in 8302 Kloten machen und die ist gratis. Ja, aber dran denken, kommt nicht mit dem Flugzeug, die Sitzreihen kriegt ihr nicht mit ins Handgepäck. Das ist richtig. Und wer jetzt wissen will, was mit dem Gewinn gemacht wird, der Gewinn wird gespendet. Genau, der wird gespendet. Und Nati ist die Nationalmannschaft der Schweizer, was ich übrigens auch nicht wirklich wusste, bis ich den Artikel gelesen habe. Possierliche Tierchen, die Kolleginnen und Kollegen im Süden. Ja, possierlich. Eigentlich lieb. Absolut. Lieb Sounds. Ja, die Schweizer passen nicht nur auf unser Gold und Geld auf, sondern auch auf die Sitze. 5.101 Schweizer Franken ist das Angebot im Moment. Wir nehmen die Sendung für euch auf um 11.36 Uhr deutscher Zeit, 12.36 Uhr in Helsinki. Und ihr bekommt natürlich dazu zu der Dreierreihe 2 Tickets für eine Training-Experience. Und dann jetzt der Text. Du wirst an eine offizielle Trainingseinheit der Schweizer Fußballnationalmannschaft eingeladen und kannst das Training zusammen mit dem SFV offiziell beobachten, der die verschiedenen Elemente des Trainings kommentiert und erklärt. Zudem kannst du vor und nach dem Training einen feinen Aperol-Risch genießen. Aperol kenne ich immer nur von vorher, aber also im Prinzip ist ein bisschen Saufen, also Saufen in kleinen Mengen, weil das sind ja immer nur so, also Cocktailstunde, glaube ich, der deutsche Begriff, ne? Ja, würde ich auch so sehen. Aber ich weiß nicht, das Aperol-Risch ist vielleicht auch das Risch. Weiß nicht, müssen wir schnell gucken. Gibt es da noch was zu essen? Gibt es Häppchen? Bestimmt, ich gehe mal davon aus. Also falls einer von euch sich dafür entscheidet, das
sich an dieser Aktion zu beteiligen und tatsächlich etwas bekommt, wären wir sehr dankbar über einen kleinen Report, was dann da bei der Abholung so alles passiert. Ja, wobei Apéro Riche, wer Schweizer ist, wird das ja wahrscheinlich wissen, das ist ja ein feststehender Begriff. Der kann das unten schreiben, damit wir aus dem Norden von eurem Land gesehen uns kultivieren können und auch eure Feinheiten der Sprache verstehen. Was soll ich noch sagen? Wir sind am Ende, ne? Wir sind am Ende, wenn ich auch mal sage. Ja, wir haben 25 Minuten trotzdem geschafft. Also insofern, Freunde der Take-Off-Kunst am Heiligen Sonntag der Lufthansa Group, möchte ich einfach sagen, danke, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Danke, danke, danke. Gebt uns ein Like. Ihr wisst ja, Algorithmus und so. Dann unten, wie immer, Mario macht immer die Hände dazu. Kommentieren, ne? Genau, kommentieren. Und natürlich abonnieren. Kanal abonnieren, Glocke anmachen. Danke, dass ihr das tut. Und wir wünschen euch noch einen Restsonntag mit viel Sonne. Hier ist in Helsinki ist Sonnenschein. Wie ist es bei dir, Mario? Hier in Goslar scheint auch die Sonne aus allen Knopflöchern. Habt ihr nicht irgendwie noch einen Geburtstag in der Stadt? Hat's irgendwie auf deiner, ja, dieses ganze Jahr. 1100 Jahre Kaiserstadt Goslar. Ja, du bist ja einer der Gründerväter. Deshalb bist du ja auch auf einigen der Fresken drauf. Ich war damals drauf. Dabei, genau. Ja, damals. Waren schöne Zeiten. Ein bisschen rauer, aber war in Ordnung. Ja, in dem Sinne, danke und viel Spaß. Und ich muss das, glaube ich, jetzt beenden, bevor das noch weiter geklopft wird. Tschüss. Tschüss. Ciao.